Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Wie groß ist der Winkel EDF, wenn in der Zeichnung gilt, der Winkel bei A beträgt 30 Grad, der Winkel bei B beträgt 70 Grad und der Winkel bei C beträgt 20 Grad? Diese drei Innenwinkel sind also gegeben. Jetzt schauen wir im Dreieck EBC. Wie in jedem Dreieck ist die Summe der Innenwinkel 180 Grad. Da wir hier 70 und da 20 Grad haben, muss dieser Winkel bei E 90 Grad messen. Und demzufolge muss der Winkel AED ebenfalls 90 Grad messen. Auch im Dreieck AED ist die Summe der Innenwinkel 180 Grad. Deshalb muss dieser Winkel ADE 60 Grad messen. Und demzufolge muss dieser rote Winkel EDF, den wir suchen, 180 Grad minus 60 Grad sein, das heißt 120 Grad. Die Antwort auf die gestellte Frage ist also 120. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.